Hi guys, today it will be a journal page here in my square big journal, watercolor journal. So, start with watercolor in the background, just a bit of up and downs here, nothing special, just to get some paint and color into the background. Okay, I have to let that dry, and then I already picked some leftovers out of my leftover box, actually, where all my bits and bobs and scraps and whatever I have left over from projects, it's in there, and try to get some collage down. Having a look, I wanted, as you can see, it's a lot of brown stuff. That's what I wanted to stay into in this color scheme and style. So that's why I'm having a look here. What I might use, I will change that later or soon, because I thought it was far too much covering up with the background. What's the point of the background when you can't see it completely? Okay, I know, I always say that you're working step by step, and you don't know when you're doing the first step what your 10th step will be. You might cover everything up, it doesn't matter, but in this case I wanted to keep bit of the background, so I basically tear everything a bit smaller and more. This goes off, and I will change that. I will use this type of for scribble things. There, this word scribble things, but as you can see in this long stripe way, to have this typical pattern I quite like on the left. Forming this L-type of shape. So, hallo ihr Lieben, heute werde ich euch eine Collage zeigen hier in meinem quadratischen großen Aquarell-Journal. Und zwar habt ihr gesehen, im Hintergrund erstmal habe ich mit blauer Aquarellfarbe gearbeitet und mir dann aus meiner Restekiste Reste rausgesucht. Ich wollte in diesem in der Farbfamilie bleiben, braun, und alles, was ich da so hatte, hatte ich mir rausgesucht, und das war aber dann alles ein bisschen zu groß für mich. Ich wollte doch was von dem Hintergrund oder mehr von dem Hintergrund behalten, also habe ich alles nochmal ein bisschen kleiner gerissen. Das mag ich ja besonders, eben ich reiße sehr gerne, das Papier eigentlich auch, ja, generell um nicht so diese sauberen Kanten zu haben. Mache ich auch schon mal, wenn es denn passt für mich. Aber so generell mag ich es doch sehr unsauber und unordentlich. So, jetzt packe ich hier erstmal so ein bisschen Gesso in den Hintergrund und darauf dann Aquarellprimer. Einfach, weil der Aquarellprimer ist nicht sehr weiß. Der ist relativ durchsichtig und ich wollte doch so ein ganz kleines bisschen den Hintergrund abdecken. Lass das dann trocknen und fange dann nochmal mit, oder gehe dann nochmal mit dem gleichen blauen Aquarell über das Ganze drüber und werde dann anfangen mit Tinte und Feder zu sketchen. Einfach nur skizzieren, nichts Großartiges, einfach nur so ein, ja, Zweig. Ein Zweig mit Blättern, mehr nicht. You know, you could see that after I glued everything down, I put some gesso down first, and then next step, a bit of watercolor primer, just because the watercolor primer is pretty translucent, so I wanted to have the background covered up a tiny bit more, so that's why I used first gesso and then on top of that the watercolor primer. Watercolor primer is, of course, makes the watercolor I put on again, the blue, you could see that, takes it much better. It gives the watercolor a better tooth. So, and then I start here to use an ink and a nib to, yeah, scribble, sketch something down. Just a trick with some leaves on, nothing special. And a bit of scribbling. Splatters, of course, and I will fill in the trick with some more ink later, you will see. But
but at the moment I'm still working with this wet splatters here and use a tube. These are these protection tubes you get when you buy brushes, so that's why I keep them all and use them here in mark making. Ich habe hier ein paar Splatters draufgepackt, habt ihr gesehen. Und solange die noch nass waren, habe ich so ein Plastikröhrchen benutzt, um da eine Kreisform reinzudrehen, so ein bisschen drehen und verschmieren. Und das Plastikröhrchen ist von einem, das sind diese Schutzröhrchen, die man auf den runden Pinseln viel hat, wenn du die neu kaufst. Die bewahre ich immer auf und da kann man super schöne Muster mit ins Papier machen, mit Farbe, mit, wie ihr hier gesehen habt. Und werde dann das später auch nochmal benutzen, das werdet ihr sehen, mit weißer Farbe und dann nochmal Kreise reinmachen. Hier werde ich einfach nur das Blau noch ein bisschen verstärken, indem ich dann nochmal mit der gleichen Farbe reingehe, trocknen, reingehen, noch ein bisschen mehr Farbe und so weiter, damit es einfach so ein bisschen dunkler wird und ein bisschen mehr Tiefe auch gibt. You know, I just use here more of the blue watercolor just to get, I will get it darker and darker, but just to get more depth into it. So, sorry, I will, you know, when you see this scribbly line I wrote into, that was not enough for me. I needed something in my mind, you know, to balance it out. I needed something horizontally over that bit of piece here. And with the writing alone, it wasn't enough for me. So I use some tissue paper here that's printed with words, texts, and torn it into small pieces and glue it on the right and on the left. And that you will see balance the whole thing out so, so much better. Ich habe jetzt hier dadurch, ich habe ja die Schrift darüber gekritzelt und habe gedacht, ach, das wäre es dann. Aber irgendwie war das für mich noch nicht so ausbalanciert. Und habe dann überlegt, ja, es kommt jetzt nochmal was drüber. Und zwar ist das ein Seidenpapier, ein bedrucktes Seidenpapier mit Wörtern, verschiedenen Schriftsätzen. Und das fand ich dann absolut passend. Und hier ist dann nochmal diese Hülse, die ich benutze und dann mit Weiß und ein paar weiße Splatter. Here I use this tube, this little plastic tube for that, what I said before, when you buy new brushes and use it here with acrylic paint in white and a few splatters in white. So I wanted to put some words up and I couldn't decide if I do that with my black label maker with a black band or with white one. So I printed it out twice and then had a look. Ich konnte mich nicht bei meinem Label entscheiden, weiß oder schwarz, was sieht man besser, und habe dann mal beide ausgedruckt in weiß und in schwarz und dann einfach geguckt, wie das aussieht. Ich mache dann schon mal gerne ein Foto und gucke mir das dann auf den Fotos an, wie das wirkt. You know, I quite like to take some pictures and then compare the pictures. That's a very easy way to make your mind up. Sometimes I really have this problems with making decisions. So, and that's what I do here, going forth and back and forth and back and then having a look. But I can already say or tell you, I will use the white one. Ich habe dann das Weiße benutzt, das doch wesentlich mehr hervorsticht. Ja, das klebe ich jetzt noch drauf und das war's dann auch schon. Und dann kommt schon das Close-up, Leute. You know, that's the last bit and I call that a day. It's finished and the close-up is coming now and I say thanks so very much, guys, for watching. I hope you like it. If so, please don't forget to leave me thumbs up and a comment would be very much appreciated. And I hope I will see you very soon with my next project. Until then, I wish you a fantastic time.
Stay all healthy, take care and never forget to be creative. Bye bye, guys. So, ihr Lieben, das war's. Ich danke euch ganz, ganz herzlich fürs Schauen. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn dem so ist, dann lasst mir doch einfach einen Daumen hoch da und über einen Kommentar würde ich mich wahnsinnig freuen. Und ich hoffe, ich sehe euch ganz bald wieder mit meinem nächsten Projekt. Bis dahin wünsche ich euch eine wunderschöne Zeit. Lasst es euch gut gehen. Passt weiterhin gut auf euch auf und vergesst niemals, immer schön kreativ sein. Also bis dann, Leute. Macht's gut. Tschüssi.